Liebe Genossinnen und Genossen, Klimawandel, das Wort ist schon oft gefallen, Ausbau erneuerbarer Energie. Ich glaube, dass wir Bürgermeister und aber auch die Gemeinden und die Landwirtschaft vor großen Herausforderungen stehen, weil Land ab, Land auf gehen Privatinvestoren zu landwirtschaftlichen Betrieben und versuchen dort PV-Anlagen hinzupflastern. Konkret davor in meinem Bezirk Steyr, Gemeinde St. Ulrich, 8,5 Hektar. Der Landwirt, wer wird da nicht schwach, wenn man von 5.000 bis 6.000 Euro pro Hektar rechnet, für eigentlich dann nichts tun, nur dass man halt die Unwidmung zusammenbringt. Weil ich frage mich schon, in Zukunft wird unsere landwirtschaftliche Nutzfläche nur in Hektar gemessen oder schon in KW? Mein Appell dazu: Bevor großflächlich landwirtschaftliche Nutzflächen zugegriffen wird, zuerst alle Dächer, speziell auf öffentlichen Gebäuden, auf versiegelten Flächen wie Parkplätzen, auf Lärmschutzwänden bei Autobahnen, da gehören sie einmal als erster Linie her und dann kann man erst in die andere Richtung gehen. Und meine persönliche Meinung ist auch, dass der Staat sich bei großen PV-Anlagen beteiligen sollte, zumindest in diesem Betrag, wo es Förderung ist. Da ist auch die Beteiligung da. Weil da gehört, glaube ich, der Staat auch ein bisschen für die Energie. Freundschaft. Okay. Das machst du, bedankst. Okay, gut.